An der langen Nacht der Wissenschaften könnt ihr mit dem Fraunhofer IIS in die Welt der künstlichen Intelligenz eintauchen. Und zwar direkt hier in der Nürnberger Innenstadt im Augustinerhof. Hier befindet sich nämlich der neue KI-Showroom des Fraunhofer IIS, der ganz unter dem Motto Innovationen erleben steht. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Thoralf, was ist denn das Besondere hier am KI-Showroom? Fraunhofer-Institute haben ihren Standort meist am Rande der Städte in Gewerbegebieten. Wir haben hier ganz bewusst einen Standort mitten in der Innenstadt eröffnet, damit jeder von der Straße hereinkommen kann und sich über uns und unsere Arbeit informieren kann. Ein Highlight im neuen KI-Showroom ist das U-Bahn-Spiel Metro Driver. Karin, was hat es mit dem Spiel auf sich und wie funktioniert das? Das Spiel basiert auf einem Projekt zusammen mit der VAG, bei dem es darum ging, den Fahrplan und die Fahrweise der Nürnberger U-Bahn energieeffizient zu optimieren. Die Spielerinnen und Spieler haben nun die Aufgabe, eine U-Bahn über mehrere Stationen hinweg so zu steuern, dass sie zum einen für sich alleine energieeffizient fährt, aber auch zusammen mit den anderen U-Bahnen keine Lastspitzen erzeugt und natürlich pünktlich kommt. Was kannst du denn unseren Besucherinnen und Besuchern bei der langen Nacht noch empfehlen hier? Worauf ich noch gespannt bin, ist der Roboterparcours. Dabei zeigen wir Technologien, die beim Internet of Things, also im Bereich Smart Home oder Industrie 4.0 wichtig sind. Meine Kolleginnen und Kollegen haben dazu eine analoge Kugelbahn in ein Videospiel überführt. Die Spielerinnen und Spieler können mit diesen Roboterbällen und diesem Controller durch den Parcours steuern und sehen das alles auf einem Monitor. Wir freuen uns, euch am 21. Mai hier in der Nürnberger Innenstadt und an unseren Standorten in Erlangen und in Fürth mit in die Welt der Fraunhofer-Forschung zu nehmen. Wir sehen uns!